Ich glaube, das ist einfach nur gerade so ein bisschen Tutorial gewesen. Oh, ich raste aus. Wie geil war das denn? Ich geh mal davon aus, er meint, ich soll in die Richtung gehen, ne? Ich will da rein. Ich will da rein. Ach, da ist die Polizei. Ja, hi. Nein, guck mich doch an. Ich bin ein schöner Mann. Kann ich mit dir reden? Nö. Wo denn? Not much further now. Danke. Da? Das sieht so aus. Grüße. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles. And it's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimihia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Was machst du da hinten? Erstmal beschreiben. Tell me about Kim here. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen. And as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. Furchterregende Tätowierungen? Zen! Du lenkst mich ab! Wir sind hier voll im Business! Wie kann man vor Tätowierungen Angst haben? When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. Wo ist Kimmy? Sag mal, Watson, bist du in einen Loop gefangen? May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course. But only to check he wasn't lying dead inside. Everything seemed normal at a glance. Warum könnte er weggelaufen sein? Ist er schon einmal verschwunden? I take it this is the first time Kimihira has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. Warum könnte er weggelaufen? Oh, Watson, du lenkst mich ab! Is there any reason Kimihira may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Hat er etwas gestohlen? Sorry! Aber in jedem Spiel ist Watson immer so seltsam. Did Kimihira make off with anything of value?
Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person? No, no. I kept his wages in my safe. For security. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. So, Ermittlungsaufgaben. Haben wir es jetzt, Watson? Okay, warte mal. Darf ich rein? Nein, okay. Ich sollte nicht. Okay. Verstehe. Okay. Ach ja. Das ist ein schöner. Wie nennt man das? Vorgarten oder so? Ist das ein Teich oder bildet sich es oder ist es der Regen, der sich da? Ich weiß es nicht. Was ist das denn für eine abartige Statue? Chewing tobacco. Kautabak. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Ich kann nichts machen. Chewing tobacco. Ja. Chewing tobacco. Ja, warte mal. Ich überlege gerade. Ich gucke auch hier. Es gibt doch. Der hat doch so einen komischen Mod. Oh mein Gott! Es ist Kuh. Knieabdruck hat sich hier. Looks like a knee print. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Amazing, Mr. Holmes. To read the ground like an open book. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von Q werden wirbelnde Symbole angezeigt, interagieren mit einer. Ja, ich war gerade alles im Überlegen, ne? Aber es hatte mir, glaube ich, irgendwie gerade. Ich weiß nicht, ob mir das angezeigt wurde. Sag mal, das ist ja irgendwie voll weird. Sicht ist voll seltsam. Okay, warte mal. Durch Drücken von Q werden wirbelnde Symbole angezeigt, interagieren mit einer dieser Symbole, um zu beginnen. Okay, warte mal. Ich muss das jetzt erstmal wieder. Watson, hau mal ab!
Then what's that? Okay. Ich hab nichts mehr, ne? Muss ich immer was finden? Vielleicht muss ich mich erstmal noch ein bisschen umsehen. Ich weiß es gerade nicht. Ich gucke einfach mal. Guck mal. Weder, ja. Could have left these tracks. They seem fresh. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Clothes made of Hessian. Is Sten really so miserly? Ja, also irgendwie ist es echt eine Scheißhütte. Huh? A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Mutton chops, the remains of a meal. Ist das der Cthulhu? Heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. Okay. The ashes are long since cold. Okay. Is this a Taniwha, a Maori water spirit? Or something else. Either way, it's giving me chills. Faszinierend. Das ist echt die schlimmste Scheunehütte, die es gibt. Hier? A scrap of Hessian. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Mm-hmm. So. No air coming through it. Hast du's bald? Nein, nein. Oh mein Gott, Watson. Was sind wir hier noch so rum? Ich bin ein bisschen nervös, wenn da steht überspringen. Ich habe dann immer Angst, wenn ich das Rätsel überspringe. Aber was ist das denn hier? Hat er ein Gesicht drin? The
Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Small navy spyglass. Schön. Ich muss gleich niesen. Oh Gott, Entschuldigung. Ich hab vorgewarnt. Hä? Ich hab doch schon alles. Hä? Geschnüffelt. Irgendwas hat die geschnüffelt. Also das, dieses Opium-Zeug so. Ne? Und dann ist er wahrscheinlich. Irgendwas kann hier. Irgendwas übersehe ich, ne? Wahrscheinlich noch zwei Wirbel, ne? Guck mal da. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Stenwick makes his servant live in a tool shed. You think you know someone? Yeah. Tja, tja, tja. Boah, ich muss da erst reinkommen, ey. Das ist nämlich irgendwie ein bisschen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in der Demo auch irgendwie meine Probleme mit sowas hatte. Do you think Kimmy here had an accomplice in his escape? Yes, Stenwick is no angel, but he's one of my few clients. Please try to remain courteous. Was labert er? Warte mal. Achso, okay. Schlüssel. Ich würde gerne das hier aufmachen. Stoff im Ofenrohr. Jemand hat das Ofenrohr von Kimias Schuppen mit einem Stück Stoff verstopft. Kimi
Kimias Schuppen. Kimia ist in einem Schuppen in Captain Stanwyck Garden untergebracht. Im Eingangsbereich des Schuppens liegen zerbrochene Holzkisten. Zudem fanden wir dort ein Stück Sackleinen. Ja. In der Feuerstelle entdeckten wir neben den Überresten einer Mahlzeit ein verkohltes Kügelchen. Der unverwechselbare Geruch lässt nur einen Schluss zu. Es handelt sich dabei um eine narkotisierende Substanz. Im Schuppen steht ein Getreidesack mit einem Abdruck, der die Form eines menschlichen Kopfes aufweist. Im Eingangsbereich von Kimias Schuppen lag ein Fernrohr auf dem Boden. Wegen Kleidungsstücke, die aus Sacklein genäht wurden, ja. Die Hintertür von Captain Stanwicks Garten ist mit einem ungewöhnlichen Schloss versehen. Die Tür lässt sich offenbar nur mit einem nach rechts gebogenen Schlüssel öffnen. Das machen wir mal Hinweis. Weil ich glaube, wir müssen die öffnen. Im Garten befinden sich frische Parallelverstauungen. Welche Gefährten könnten sie hinterlassen haben? Sackkarren? In Captain Stamics Garten stießen wir auf einige interessante Hinweise. Spuren verlaufen parallel mitten durch den Garten. Sie sehen frisch aus. Hinter der Statue hielt sich jemand für eine Weile versteckt und kaute dabei Kautabak. Die Person trug Stiefel der Größe. Hinter der Statue befinden sich Stiefelabdrücke der Größe 11, einer unbekannten Person, der abgenutzten Sohlen. Nach zu urteilen handelt es sich um Stiefel eines Mannes aus der Arbeiterklasse. Jemand hat an einer Stelle des Gartens Kautabak ausgespuckt. Okay. Das ist die Aussage. Captain Stanwyck wohnt in einer großen... Ja, okay. Wohin führt Kimias Spur? Wer ist jetzt der Kimias Schuppencharakterprofil? Das ist richtig, okay. Mehr habe ich gerade nicht. Okay. Aber Karl, hat er nicht Dietriche? Ah, faszinierend. Schlüsselabdruck fehlt. Ungewöhnliche Form nach links gebogen. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Okay. Ich bin hier gerade voll am Nachdenken.
Zwei Dinger fehlen mir. Okay. Aber ich bin hier raus. Okay. Jemand hat hier gekniet. Sorry, ich bin gerade voll hart am Überlegen. Aber das heißt, also, der hier ist nach rechts gebogen. Wir brauchen einen, der nach links gebogen ist. Ne, warte mal. Wir brauchen einen, der nach rechts gebogen ist. Der hier ist nach links gebogen. An den Haken in Kimias Schuppen hängt ein kein nach rechts gebogener Schlüssel. Allerdings befinden sich unter dem leeren Haken Spuren, die zu solch einem Schlüssel passen. Oh! Warte mal. Ja. Huch. Vollkommen drüber und verwirrt. Gehen mir nicht noch zwei? No air coming through it. This disappearance is intriguing. No, I cannot make. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Irgendwas bin ich doch gerade voll blöd, ne? Ich habe hier kurz einen Snack geholt. So. Ich bin jetzt vollkommen überfragt. Ich habe jetzt alles nachgeguckt. This disappearance is intriguing. I cannot make head nor tail of it. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Kennst du diese Mana-Waffeln oder wie die heißen? Ich habe hier so solche Waffeln, Salty Karamell oder so. Verstehe ich in der Umsetzung irgendetwas noch nicht? Das wird mir hier jetzt auch gerade gar nicht angezeigt. Die einzigen zwei Dinge, die ich noch hätte, wäre das mit dem Schlüssel. Und dann vielleicht hier noch was. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Ja. Aber
zu dumm, das zu verstehen? Wahrscheinlich, ne? Irgendwas ver... Fernrohr, Engelsbereich, Schuppen, Fernrohr, Stoff im Ofen. Das ist doch auch irgendwas. Hä? Oh. Outfit Cordona ohne Jacket, wenn es heiß ist oder heiß hergeht. Ach, die guten alten Zeiten. Okay, ja, aber ich wollte mich jetzt hier nicht umziehen. Ha? Also, irgendetwas verstehe ich an diesem Prinzip immer noch nicht. Aber ich weiß nicht was. Das hier... Das hier ist doch ein Hinweis, oder nicht? Es ist doch... through it. Scheiße, irgendwas verstehe ich hier maßlos nicht, ne? Aber was? Was habe ich hier gerade nicht? This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Wagen steht im Garten, der jedoch nichts vor Kosovo. Ah, ich glaube, jetzt habe ich es gerafft. Holy shit, ich glaube, jetzt habe ich das alles gerafft. Okay. Moment. Moment. Ich glaube, ich hab's wieder. Ich hab's wieder. Warte. Oder? Hab ich's? Jetzt ist das weg. Jetzt müsste hier das wieder aufploppen. Nee, müsste nicht. No air coming through it. Okay, doch nicht.
Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Heilige Scheiße, ich muss auch mal die Augen aufmachen, ne? Jui. Die Heuscheite um weit des Schuppens scheinen vor kurzem dorthin geworfen zu sein. Na, Chimia-Schuppen sind ähnliche Spuren und seit dem Regenschuss steht normalerweise ein Karren. Ich verstehe. So. Schlüsselabdruck fehlt. Links gebogen. Jetzt wird das wieder angezeigt, ne? Wieder an Hefte. Dann ist das wieder da. Hä? This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Aha. Watson! Was ist das wieder weg? Raff's nicht. Was mache ich falsch? I thought you were meant to be intelligent. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Ach, das habe ich doch gemacht. Aha. Stoffe. Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahir's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Do you happen to know Kimahir's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Uh-huh. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Uh-huh. I thought you were meant to be intelligent. Oh, that's mal. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahir's? Yes. I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Ha! Has Kimahir ever indulged in tobacco? No. The man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahir's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco.